Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 7. Zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der SPD für ein Gesetz zur Änderung der Hessischen Landeshaushaltsordnung mit dem Dringlichen Antrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Kommunen sowie Bürgerinnen und Bürger profitieren beim Windkraftausbau auf Flächen im hessischen Staatswald. Das ist 19-3155, 19-1858 und 19-3207. Der Berichterstatter ist der Kollege Warnecke. Und er wird vertreten vom Kollegen Gremmels. Timo und auf. Beschlussempfehlung und Bericht des Haushaltsausschusses zum Gesetzentwurf der SPD-Fraktion für ein Gesetz zur Änderung der Hessischen Landeshaushaltsordnung, Drucksache 19-1858 plus Änderungsantrag der SPD-Fraktion 19-3155. Beschlussempfehlung: Der Haushaltsausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen von SPD und DIE LINKE den Gesetzentwurf in zweiter Lesung abzulehnen. Vielen Dank, Herr Berichterstatter. Die erste Wortmeldung ist auch der Kollege Gremmels. Wenn keiner etwas dagegen hat, bleibt er gleich am Rednerpult. Und wenn einer etwas dagegen hat, bleibt er auch da. Kollege Gremmels hat das Wort. Bitte. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir diskutieren heute in zweiter Lesung einen Gesetzentwurf, den wir von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN aus der letzten Wahlperiode übernommen haben, weil es damals ein guter Gesetzentwurf war. Und ein heute bekannter damaliger PGF der GRÜNEN hat einmal gesagt, auf die Inhalte kommt es an, Matthias Wagner, wenn ich dich da richtig zitiere. Dann erwarten wir heute auch, dass Sie das, was Sie vor einem Jahr gut fanden, heute auch hier per Handzeichen und per Zustimmung zu unserem Gesetzentwurf auch annehmen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Weil wir wollen, dass diejenigen Anrainerkommunen, deren Menschen auf Windkraftanlagen schauen, auch von den Pachteinnahmen des Staatsforstes, des Hessenforstes partizipieren und nicht sozusagen die Brotkrumen nehmen, die die Landesregierung ihnen gibt, Frau Ministerin. Natürlich ist mittlerweile auch die Ministerin tätig geworden, nachdem wir Druck gemacht haben mit unserem Gesetzentwurf. Sie haben dort ein Förderprogramm aufgelegt, 1,2 Millionen €. Das ist besser als nichts. Allerdings sage ich Ihnen auch, eine prozentuale Regelung wie in Rheinland-Pfalz, 30% der Pachteinnahmen, die kontinuierlich dann auch angepasst werden, wenn die Anzahl der Windkraftanlagen zunimmt, dynamisch angepasst werden. Das ist der deutlich bessere Weg, Frau Ministerin. Insofern ist unser Gesetzentwurf da besser. Und, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, das sagen ja nicht nur wir, das sagt ja auch unter anderem der Hessische Städtetag in seiner aktuellen Publikation. Auch dort wird ganz klar und deutlich gesagt, dass Ihr Förderprogramm kritisiert wird, weil es erstens nur Anlagen berücksichtigt, die nach dem 1. Januar 2015 in Betrieb gegangen sind und alle, die im Bereich der Windkraft Pionierarbeit geleistet haben, sozusagen den Kürzeren ziehen. Und es wird ebenfalls vom Hessischen Städtetag zu Recht kritisiert, dass Kommunen nur gefördert werden, die keine eigenen Windkraftanlagen betreiben. Das ist doch schizophren, dass ausgerechnet die, die sich der Windenergie verweigern, nun im Genuss ihrer Förderprogramme kommen, meine sehr verehrten Damen und Herren der GRÜNEN. Das kann doch nicht wahr sein, was Sie hier uns vorlegen. Und daher haben wir bei der Anhörung eine kleine Änderung vorgenommen, dass wir nämlich wie in Rheinland-Pfalz auch die 30% festschreiben, dass wir 30% der Pachteinnahmen den Kommunen zubilligen. Ich finde, das ist ein guter Gesetzentwurf, und er verdient auch Ihrer Zustimmung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Da wir ja ahnen, dass wir uns da heute nicht durchsetzen und Sie ein bisschen etwas machen, was besser ist als gar nichts, werden wir uns bei Ihrem Antrag heute kraftvoll enthalten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will aber die Gelegenheit hier an dieser Stelle noch einmal aufgreifen, weil die Posse, die Schwarz-Grün in der Woche vor der Kommunalwahl hier abgespielt hat, im Rheingau abgezogen hat, ist schon ein Unding. Da erklärt, ist leider nicht hier, der Leiter der Staatskanzlei in der FAZ vom Samstag, den 5.3., den Menschen im Rheingau, dass Wintermeyer, so wird er zitiert, mit äußerstem Nachdruck dafür einsetzt, dass auf hessischer Seite die Pufferzone des Welterbes, dass dort keine Windkraft aufgestellt werden. Und er, das Landesamt für Denkmalpflege, genau instruiert, dass er in diesem Sinne tätig sein will. Genau das schreibt Herr Wintermeyer am Samstag. Daraufhin kommen die GRÜNEN an, Kai Klose,
Die Ankündigung von Mintermeier sei nicht die Haltung der GRÜNEN und der Regierung. Es bleibt vielmehr dabei, dass selbstverständlich auf dem Standort Lorch auch eine Einzelfallprüfung stattfindet. Super, da haben Sie beide kraftvoll für Ihre jeweilige Wählerklientel vor der Kommunalwahl mal schön getrommelt. Die CDU kann vor Ort sagen, sie hat alles dafür gegeben, dass keine Windkraftanlage in Lorch kommt. Die GRÜNEN können vor Ort sagen, sie haben alles dafür gegeben und Herrn Wintermeyer zur Ordnung gerufen. Wunderbar, beide haben Sie noch mal schön getrommelt für Ihre Wählerklientel. Ich finde das ein Unding. Und die ganze Posse, es wird ja noch besser, einen Tag nach der Kommunalwahl. Regierungssprecher Buser erklärt, ich zitiere, auch wenn Herr Wintermeyer nicht explizit von einer Einzelfallprüfung spreche, so sei der letzte Absatz des Briefes so zu verstehen, dass im Einzelfall zu prüfen sein wird, erläuterte Buser. Wintermeyer befinde sich damit auf der Regierung der Landes-, auf der Linie der Landesregierung. Also, das ist doch eine große Posse. Einen Tag nach der Kommunalwahl räumen Sie ein, dass Schwarz-Grün dann doch wieder einer Meinung ist. Aber vorher haben beide Seiten ihre eigene Wählerklientel noch einmal befriedigt. Sie haben damit dafür beigetragen, dass den Menschen die Politik- und Parteienverdrossenheit gefördert wird, indem sie sozusagen einen Tag vor der Wahl eine solche Posse vom Zaun brechen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich finde das ein Unding. So geht man nicht um. Und das ist eine inszenierte Posse gewesen von Schwarz-Grün. Herr Präsident, ich komme zum Schluss. Und da wir heute so ganz ohne FDP komme ich heute nicht aus. Frau Beer hat ja von der positiven Protestpartei gesprochen. Sie kooperieren ja ganz eng mit Vernunftkraft. Ja? Und wenn ich die Tagung in Schloss Johannesberg mir angucke und wenn dort Herr Enoch Freiherr zu Gutenberg allen Ernstes die Windkraftanlagen, die Rodung von Bäumen zum Bau von Windkraftanlagen damit vergleicht mit der Bücherverbrennung der Nazis und wenn er das vergleicht mit dem Terror, den Terror des sogenannten Islamischen Staates und die Zerstörung Palmyras. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir Demokraten sollten solche Dinge stark zurückweisen. Das ist ein Unding, Terrororganisationen zu vergleichen mit demokratisch legitimierten Entscheidungsträgern. Herr Kollege Remmels, Sie müssen zum Schluss kommen. Von deutlich distanzieren. Danke schön. Vielen Dank, Kollege Gremmels. Das Wort hat die Frau Abg. Daun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Meine Damen und Herren, bitte beruhigt euch. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wenn Sie alle dazwischenrufen und es so gerne wissen wollen, wir hatten ja schon eine lange Debatte zum Thema Windkraft in Lorch. Und es gilt weiterhin, was ich damals schon gesagt habe. Es ist eine Einzelfallprüfung in der Pufferzone. Es wird das Ganze wieder UNESCO vorgelegt zum Prüfen. Insofern wir sind ganz gelassen und warten mal ab, was da herauskommt. Und Herr Kollege Gremmels, Sie haben jetzt nicht meinen Fraktionsvorsitzenden Herrn Wagner zitiert. Auf die Inhalte kommt es an, ein Satz, der absolut gültig ist. Und deswegen, Herr Kollege Gremmels, während Sie noch mit beschäftigt waren, unser Gesetz abzuschreiben, haben wir uns längst um die Inhalte gekümmert. Wir setzen nämlich genau das um. Die Pachteinnahmenbeteiligung gilt nun. Es ist so, dass wenn Windkraftanlagen auf dem Gebiet von Hessen-Forst stehen, dass nun Kommunen an den Pachteinnahmen beteiligt werden. Insofern ist das umgesetzt, und alles, was Sie hier versuchen hochzubringen, Herr Kollege Gremmels, versandet leider. Ich bin sehr dankbar für die konstruktive Zusammenarbeit in der Koalition zu diesem Punkt. Denn die CDU hat immer wieder darauf hingewiesen, dass es noch Ungerechtigkeiten beinhaltet, diese Frage Pachteinnahmenbeteiligung, nämlich bei denen, wo die Windkraftanlagen nicht auf dem Gebiet von Hessen-Forst liegen, sondern auf einem anderen Gebiet, aber sie trotzdem die Kommunen da keinen Anteil dran haben. Deswegen gibt es noch ein Förderprogramm, dass sich alle Kommunen bewerben können, wenn sie Windkraftanlagen in ihrer Nachbarschaft haben. Wir haben also ein wunderbares gemeinsames Konzept entwickelt, CDU und GRÜNE, wie wir eine bestmögliche Pachteinnahmenbeteiligung hinbekommen. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass wir so konstruktiv das miteinander erarbeiten konnten.
Und Herr Kollege Gremmel, Sie kritisieren immer wieder unser Konzept für unzureichend. All die Kritikpunkte, die Sie, ja, auch all die Kritikpunkte, Herr Kollege Gremmel, die der Städtetag benennt, werden in dem Gesetz, das ursprünglich einmal von uns Grünen stammt, genauso beinhaltet, Herr Kollege Gremmel, selbstverständlich sowohl die Frage des Stichtags als auch die Frage, dass es so ist, wenn Kommunen eigene Windkraftanlagen haben, können sie nicht beteiligt werden. Das ist einfach europäisches Recht. Da können wir nichts daran ändern. Das würde in diesem Gesetz so gelten wie bei unserem. Insofern, diese Kritik ist leider nicht so, dass sie irgendwie sie weiterbringt. Das sind die Rahmenbedingungen, mit denen wir umgehen müssen, sei es in Ihrem Gesetz oder sei es in unserer Lösung. Und Herr Kollege Gremmel, ich glaube, da sind wir uns einig. Die Frage Pachteinnahmenbeteiligung ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Beitrag für die Frage Akzeptanzschaffung. Das kann einiges bewirken. Aber klar ist, um unsere regionale Energiewende bestmöglich voranzubringen, braucht es einiges mehr. Und da sorgen wir uns durchaus, Herr Kollege Gremmel, sehr aktuell um unsere regionalen Standorte aufgrund des Erneuerbaren Energiengesetzes und der Reform. Es ist leider so, dass unsere regionalen Standorte sehr stark abgewertet werden sollen nach dem derzeitigen Entwurf. Und da sind wir in Hessen alle gefragt, dass wir uns auch durchsetzen. Hier geht es um regionale Wertschöpfung. Hier geht es darum, dass unsere Standorte, wenn diese 2% ausgewiesen werden, auch entsprechend dann auch realisiert werden. Und ich hoffe sehr, dass Herr Gabriel sich nicht in der Bundesregierung als die Abrissbirne für unsere hessische Energiewende auszeichnen wird. Da müssen wir sehr stark kämpfen im Bundesrat, dass das nicht passiert. Und insofern die regionale Energiewende ist aus meiner Sicht der wichtigste Weg, die Energiewende mit und für die Bürgerinnen und Bürger zu gestalten. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollegin Dorn. Das Wort hat der Abg. Klaus Dietz, CDU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Für unsere Kommunen bestehen verschiedene Möglichkeiten, von Windenergieanlagen direkt oder indirekt zu profitieren. In diesem Jahr kommt eine weitere hinzu. Künftig können viele Kommunen, auf deren Gemarkung im Staatswald Windenergieanlagen errichtet werden, an den damit im Zusammenhang stehenden Pachteinnahmen beteiligt werden. Hiermit leistet das Land einen sinnvollen Beitrag, um die Akzeptanz der Entwicklung von Windparks an geeigneten Standorten zu erhöhen und unterstützt gleichzeitig die Kommunen finanziell. Die Kommunen erhalten dabei die zusätzlichen Mittel ohne Zweckbindung zur freien Verwendung. Darüber hinaus stellt das Land jährlich 1 Million € für Klimaanpassungs- und Klimaschutzprojekte zugunsten von Kommunen in der Nähe von Windenergieanlagen zur Verfügung. Grundlage für die Beteiligung der Kommunen an den Pachteinnahmen für die Windenergieanlagen im Staatswald ist ein Ende des vergangenen Jahres von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN eingebrachter und beschlossener Änderungsantrag zum Haushalt 2016. Sie von der SPD aber sagen, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, und fordern eine Änderung der Landeshaushaltsordnung. Diese ist jedoch für eine Beteiligung der Kommunen an den Pachteinnahmen überhaupt nicht erforderlich. Die betroffenen Kommunen können sich nun auf zusätzliche Gelder freuen. Meine Damen und Herren, im Zuge des Kommunalwahlkampfs haben wir dann erlebt, dass die SPD so ein bisschen Politik macht, Geld ausgeben, Geld ausgeben, Geld ausgeben, bis der Notarzt kommt. Und da wurde dann auch der Änderungsantrag noch gebracht mit den 30%, obwohl in Rheinland-Pfalz die Regel gilt 10 bis 15% und nur in Ausnahmefällen mal mehr als 20%. Ich sage aber, der Gesetzentwurf, den Sie eingebracht haben, hat in Wirklichkeit eine ganz andere Intention. Sie haben wortwörtlich einen Gesetzentwurf der GRÜNEN aus 2013 übernommen. Sie haben keinerlei neuere Erkenntnisse aufgenommen. Das war auch gar nicht Ihre Absicht. Sie wollen hauptsächlich den verflossenen Partner Schmerzen bereiten, einen Keil in die Regierungskoalition treiben. Sie haben auch die Empfehlung des Landesrechnungshofs übergangen, das Ganze ordentlich und transparent im Haushalt abzubilden, wie die Koalition das ja auch gemacht hat. Die Ausführung des Landesrechnungshofs, dass der Weg über die Änderung der Landeshaushaltsordnung nicht erforderlich ist, haben Sie geflissentlich überhört. Ich zitiere aus der Stellungnahme des Rechnungshofs nichts von letztem Jahr, sondern von 2013. Also seitdem ist die Erkenntnis da. Sinn und Zweck der Landeshaushaltsordnung ist es, so heißt es in der Stellungnahme des Rechnungshofs, die wesentlichen Grundlagen der Haushaltsführung zu definieren.
Der Begriff Ordnung kennzeichnet, dass es sich im Wesentlichen um ein Verfahrensgesetz handelt, in dem die Rechte und Pflichten der an den Verfahren beteiligten Akteure festgelegt sind. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob einzelne Fördermaßnahmen dort abgebildet werden sollten. So könnte geprüft werden, die beabsichtigte Maßnahme im Haushalt abzubilden. Die Maßnahme könnte mit dem Haushaltsgesetz verabschiedet werden, und somit wäre eine Änderung der LAO nicht erforderlich. Ich hatte gedacht, als Sie das eingebracht haben, Herr Gremmels, haben Sie das in der Kurzintervention so angedeutet, dass Sie auf diese, ja, auf diese Stellungnahme eingehen würden. Ich zitiere Sie. Wenn Sie sagen, wir brauchen keine Änderung der Landeshaushaltsordnung und können das in den Haushaltsberatungen einfach regeln, dann sind wir gerne bereit. Aber ich will daran erinnern, letztes Jahr Haushaltsberatung, da gab es den Antrag 19-2881. Angenommen wurde der Antrag von CDU und GRÜNEN. Die SPD hat abgelehnt. Sie wollten das Thema am Köcheln halten. Und, meine Damen und Herren, wir beteiligen uns nicht an Ihrem Eifersuchtsdrama, das Sie hier aufführen. Ihren Trennungsschmerz, den müssen Sie schon alleine loswerden. In meinem früheren beruflichen Leben war ich 20 Jahre Redakteur des Hessenbauer. Da gab es im Anzeigenteil eine Rubrik Kontakte. Und da stand regelmäßig der Satz, nur ernst gemeinte Zuschriften finden Berücksichtigung. Ihre Zuschrift, sprich Ihr Gesetzentwurf, ist in diesem Sinne nicht ernst gemeint. Im Vergleich zu der Absicht, es kommt noch, Herr Gremmels, einfach nur zuhören. Im Vergleich zu der Absicht, die sich mit dem Gesetzentwurf verbindet, ist die Sendung Bauer sucht Frau hingegen eine ernst gemeinte Zuschrift. Vielen Dank, Kollege Dietz. Das Wort hat die Frau Abg. Schott, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wenn man sich so wie mein Vorredner eben über einen Gesetzesantrag lustig macht, finde ich, hat das dann eher etwas von Bauer sucht Frau. Es tut mir leid, das so sagen zu müssen, aber ich finde das unangemessen. Man kann einen Gesetzentwurf nicht gut finden, man kann seine Inhalte nicht teilen, aber die Tatsache, dass Menschen sich darüber Gedanken machen, ob und wie man ein Problem regelt, hat man mit einem Mindestrespekt zu betrachten. Und ich möchte noch etwas anderes tun, was uns zur Ernsthaftigkeit zurückholen sollte. Ich möchte nämlich daran erinnern, dass wir uns am Vorabend des 5. Jahrestages des Fukushima-Unfalls befinden. Und ich glaube, dass das noch einmal deutlich machen sollte, dass wir noch lange nicht alle Probleme gelöst haben, die mit Atomunfällen im Raum stehen, und dass wir noch lange nicht in der Lage sind, unsere Energieversorgung so zu regeln, dass sie ungefährlich ist für die Menschen, dass sie ungefährlich für uns ist und für unsere Kinder und unsere Kindeskinder und noch viele Generationen später. Wenn wir ein bisschen über die Grenzen Richtung Belgien und Frankreich schauen, kann am Himmel Angst und Bange werden in diesen Tagen. Und schon deshalb ist es wichtig, dass wir ganz schnell ganz viel Energie da reinstecken, endlich auf alternative Energien so umzusteigen, dass wir uns wirklich und endgültig davon verabschieden können, weiter Atommüll zu produzieren, den niemand auf der Welt wirklich braucht. Und wir brauchen auch keine Kraftwerke, die Gefahr laufen, uns um die Ohren zu fliegen und die dann noch jahrelang in der Gegend stehen als Wüsten, die strahlen und die gefährlich sind. Und in Fukushima haben wir nach wie vor ein Riesenproblem mit verseuchtem Wasser, und wir haben nach wie vor riesige Probleme mit verseuchten Anlageteilen. Und sozusagen täglich sterben Menschen, die dort eingesetzt werden, um diese Situation dort abzutragen und abzuarbeiten. Das ist doch der Hintergrund dieser Debatte, die wir hier führen, weil wir nämlich eine Akzeptanz brauchen, eine Akzeptanz für eine Veränderung,
weil es immer noch Menschen gibt, die das, was weit von ihnen weg geschieht und scheinbar nichts mit ihnen zu tun hat, gut von sich abspalten können, weil sie im Gegensatz dazu in ihrer Umgebung ein Windrad angucken müssen, das sie scheinbar nicht ertragen können. Ich kann es nicht nachvollziehen, sage ich hier ganz ehrlich. Weil wenn man diese beiden Dinge in Relation zueinander stellt, kann ich überhaupt nicht verstehen, wie jemand ein Windrad schrecklich finden kann. Das bringt Sicherheit für uns und unser Leben und unsere Kinder in einem Maß, wie man es überhaupt nicht beschreiben kann. Und der Wald, der zum Teil dafür gebraucht wird, ist in der Regel Nutzwald, durch den ohnehin Straßen führen, auf denen Transporter fahren. Wald, den man aufforsten kann, wenn wir bessere Lösungen finden. Kein Mensch sagt, dass das gegenwärtig die optimale Lösung ist. Wenn wir bessere Lösungen finden, kann man den aufforsten und den entstandenen Schaden, und den gibt es natürlich, den bestreitet ja auch niemand, den entstandenen Schaden in kürzester Zeit zurückbauen. Mit der Ernsthaftigkeit muss man es betrachten. Und deshalb ist es wichtig, dass wir alles dafür tun, aber auch wirklich alles, um die Energiewende hinzubekommen, und das sehr schnell. Und das heißt auch, die Möglichkeiten zu schaffen, die die Akzeptanz in der Gesellschaft erhöhen. Und dazu gehört auch, gesetzlich festzulegen, wie die Kommunen zu beteiligen sind. Weil ich habe relativ wenig Lust, dass man das nach der Haushaltslage hier diskutiert und dass man es in einem Jahr zustimmt und sich dafür lobt und es toll findet und im nächsten Jahr mir nichts, dir nichts mal wieder verändern kann. Und wenn man es über Verordnungen regelt und wenn man es über alle möglichen anderen Wege regelt, die es nicht einigermaßen sicher festschreibt. Auch Gesetze kann man ändern. Klar, jederzeit wieder, könnte man auch zurückfahren. Aber es hat doch für die Kommunen eine deutlich höhere Sicherheit. Und deswegen finde ich es wichtig, dass man das auch macht. Wir würden es noch anders machen. Wir würden noch deutlich andere Regelungen treffen. Aber auch das ist ein Schritt in die richtige Richtung, der jetzt gegangen werden könnte, den Sie ja nicht bereit sind, mitzugehen. Aber das wundert mich auch nicht sonderlich, dass Sie nicht bereit sind, diesen Schritt mitzugehen. Denn sich festzulegen in der Frage dessen, wie weit will man denn tatsächlich diese alternativen Energien voranbringen und wie bekennt man Farbe dazu, dass das bedeutet, wir müssen auch das ein oder andere Windrad angucken, das wir nicht leiden mögen. Ja, das werden wir müssen. Und es wird Menschen geben, die sie dafür nicht klasse finden. Aber die Frage ist doch, haben wir die Verantwortung und die Chuzpe zu sagen, ja, wir verstehen, dass Menschen das nicht schön finden. Ja, wir verstehen, dass Menschen dafür ihren Wald kämpfen, für ihre Aussicht kämpfen. Aber wir haben eine Gesamtverantwortung. Und die Gesamtverantwortung heißt eben, wir müssen weg von Atomkraft und wir müssen in der Folge irgendwann auch mal weg von Kohle und Braunkohle, weil auch das umwelttechnisch nicht mehr zu vertreten ist. Auch das hat Folgen, die nicht in Ordnung sind. Und deshalb müssen wir jetzt alles das tun, was notwendig ist. Wir werden dem Entwurf zustimmen, und wir werden Ihrem Antrag nicht zustimmen. Aber wir werden den ja womöglich noch im Ausschuss beraten. Wir können da noch einmal drüber sprechen. Danke schön. Vielen Dank, Frau Kollegin Schott. Das Wort hat der Abg. René Rock, FDP, Seligenstadt. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich hatte eigentlich gehofft, dass Sie aus dem 6. März Lehren ziehen, dass Sie einmal Ihre Wahlergebnisse analysieren, dass Sie einmal schauen, welchen Rückhalt Sie haben, dort, wo Windkraftanlagen errichtet werden, dass Sie überlegen, ob Sie hier nicht Politik gegen die Bürger machen. Und wenn hier die Rede von Akzeptanz im Raum steht, dann kann ich nur sagen, hier geht es nicht um Akzeptanz, sondern Sie nutzen die Not der Kommunen aus, dass sie zu wenig Geld haben und werden jetzt versuchen, über ein Schmiermittel, nämlich Geld, die Kommunen, die Not der Kommunen auszunutzen, sie dazu verleiten, solche Windräder aufzustellen. Das ist doch der wirkliche Hintergedanke. Und, Frau Dorn, ich bewundere Ihre Ruhe. Ich bewundere die Ruhe der GRÜNEN. Ich bewundere Ihre Gelassenheit vor dem Hintergrund, was am 6. März entstanden ist und wie sich die Union vor diesem 6. März hier in Hessen verhalten hat. Ich bewundere Ihre Ruhe. Vielleicht ist es auch schon ein gewisser Grad des Aufgebens, das Sie hier zeigen. Weil wenn ich mir die Liste anschaue, also die Liste derer, die hier für ihre Politik klatschen und ihnen auf die Schulter klopfen und dann hier rausfahren aus dem Landtag, in ihre Wahlkreise fahren und dann genau das Gegenteil von dem erzählen,
was Sie hier beklatscht haben. Wenn ich diese Anzahl der Abgeordneten sehe, und Herr Gremmels hat ja wieder ein paar Beispiele genannt, wir haben schon ein paar abgestimmt, wir haben es jetzt mittlerweile aufgegeben, weil es ist Ihnen gerade egal. Es ist Ihnen egal, ob Sie hier das Gegenteil von dem erzählen, was Sie Ihren Wählerinnen und Wählern vor Ort dann berichten. Und wenn Sie so Politik machen, liebe Kollegen von der Union, dann ist das Ihr Ding. Es ist zum Teil sogar von Erfolg gekrönt, jedenfalls kurzfristig. Ob das dauerhaft von Erfolg gekrönt ist, das muss ich leider zeigen. Und es sind ja nicht nur die Landtagsabgeordneten. Es ist der Staatssekretär Jung gewesen, der sich hier entsprechend verhalten hat. Es ist der Minister Beuth, jetzt der Minister Wintermeyer, die mit unterschiedlichen interpretierbaren Äußerungen vor Ort angetreten sind. Es war der Ministerpräsident zu Südlink. Wir haben das doch in unzähliger Art und Weise hier diskutiert. Vor Ort macht die Union das Gegenteil von dem, was sie hier erzählt. Die Grünen sitzen da, lassen sich das gefallen und kriegen dann die Quittung vor Ort. So muss man Politik machen. Das ist von Erfolg gekrönt, liebe Frau Dorn, wenn Sie das so weitermachen wollen. Dann machen Sie es halt so, die Resultate sehen Sie ja. Ich finde es nur sehr unehrlich den Menschen gegenüber. Nicht vor den Grünen, das will ich noch einmal sagen. Sie stehen ja in der Regel vor Ort zu diesen Themen. Und, Herr Gremmels, Sie haben sich ja noch einmal zu dem wunderbaren Energiegipfel geäußert. Und, ich muss sagen, ich habe noch selten so eine engagierte Rede gehört von Yvonne Enno zu Gutenberg. Mit dem Adelstitel habe ich es nicht so, aber zu Gutenberg. Der hat 2 Stunden lang mal so einen Einblick in das Innenleben eines Naturschützers gegeben, der von den Grünen enttäuscht ist. 2 Stunden engagierte Rede. Herr Gremmels, ich gebe Ihnen recht, ich hätte manche Formulierungen so nicht getroffen. Ich hätte sicherlich manche Formulierungen so nicht getroffen, aber er hat sich in Rage geredet und er wollte eigentlich, glaube ich, schon eine halbe Stunde reden. Geschlagene 2 Stunden hat er sich dort eingesetzt und es war ganz interessant, mal zu sehen, wie man dort miteinander umgeht zwischen den doch Koryphäen des Naturschutzes in Deutschland und dass man sich jetzt vor Gerichten gegenseitig verklagt. Das ist schon spannend, wie das sich entwickelt hat dort. Bei Menschen, ich denke, wer Enno zu Gutenberg kennt, der weiß, dass das ein sehr kultivierter, ein sehr intelligenter Mensch ist, der viele Jahre sich intensiv und immer noch für den Naturschutz einsetzt. Und der bitte. Also der sicherlich sehr gebildet ist und sehr gewählt sich auch ausdrücken kann, dass er in diesen 2 Stunden an der einen oder anderen Stelle über die Grenzen geschritten ist. Das habe ich Ihnen ja zugestanden. Aber Sie waren doch gar nicht dabei. Und, Herr Gremmels, Sie wären doch gar nicht mehr reingekommen, weil die Tagung die war so voll. Da waren die Leute, haben Schlange gestanden davor und mussten nach Hause geschickt werden, weil nicht genug Platz im Raum war. Und es ist nun einmal so, lieber Herr Gremmels und liebe Frau Dorn, Ihre Politik es ist das erste Mal abgewählt worden in Hessen bei der Kommunalwahl. Und sie wird nächstes Jahr im Bundestag abgewählt werden. Und vielleicht werden wir dieses unsägliche EEG nächstes Jahr im Bundestag los. Das wäre ein Segen für dieses Land Hessen, ein Segen für die Bundesrepublik Deutschland. Und wenn nicht, werden wir 2018 die Abwahl dieser Politik bekommen. Also, Sie haben jetzt jedes Jahr die Zeit und die Möglichkeit, noch einmal vom Bürger sich eine Quittung abzuholen. Aber vielleicht lernen Sie etwas daraus. Die CDU-Abgeordneten haben zu Hause zumindest schon einmal gelernt. Also, da erzählen Sie das Gegenteil von dem, was Sie hier erzählen, Teil der Landesregierung, der Ministerpräsident hat gelernt, nur daheim natürlich, nicht hier, wo er mit Ihnen in dem Räumchen sitzt. Aber ich glaube, es wird bei Ihnen ankommen. Und wenn nicht, dann werden halt andere die Verantwortung übernehmen. Finde ich auch nicht so schlimm. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Rock. Das Wort hat die Umweltministerin, Frau Kollegin Priska-Hinz. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Schöne Geburtstagsfete heute hier. Vor allem wunderbare Geburtstagsreden, die hier gehalten werden. Ja. So, also ich möchte mal das Thema etwas eingrenzen, um das es hier mit dem Gesetzentwurf geht. Wir haben ca. 800 Windkraftanlagen in Hessen. Davon sind ein Drittel im Wald, und davon stehen 49 auf Staatswaldfläche. Nur um mal das ein bisschen einzuordnen, worum wir hier eigentlich streiten. So, wir haben mit dem Haushalt 2016 einen Haushaltsvermerk ausgebracht, den die Koalitionsfraktionen ja
dann auch beschlossen haben, dass die Kommunen direkt beteiligt werden an den Pachteinnahmen, die Hessen-Forst einnimmt durch die Aufstellung von Windkraftanlagen. Insofern ist dieser Gesetzesantrag obsolet. Ich kann Ihnen versichern, dass wir, weil wir wissen, dass es wichtig ist, dass die Kommunen natürlich auch profitieren, vor allen Dingen da, wo sie nicht selber eigene Flächen haben, um Windkraftanlagen aufzustellen, mit einem Bündel von Maßnahmen reagiert haben. Das eine ist, dass die Ersatzzahlungen direkt an die Kommunen gehen, die von Windkraftanlagen betroffen sind, die dann eingesetzt werden können für Maßnahmen des Naturschutzes. Dann bemüht sich Hessen-Forst aktiv bei den Kommunen, die nicht eigene Windkraftanlagen aufstellen können, darum, dass Zuwägungen z.B. über kommunales Gelände erfolgen kann. Da gibt es dann nämlich auch eine dauerhafte Beteiligung zu einem höheren Prozentsatz, als es bei einer direkten Beteiligung an Pachteinnahmen möglich wäre. Wir haben darüber hinaus festgelegt im letzten Jahr, dass die Kommunen profitieren können durch die Wertschöpfung, die in der Region bleibt, weil Hessen-Forst solche Investitionen anders einwertet bei der Vergabe von Aufträgen an Investoren, die Windkraftanlagen errichten. Und nicht zuletzt ist es natürlich so, dass wir auch ein Förderprogramm in den Haushalt eingestellt haben mit 1 Million jährlich, wo auch Kommunen, die von Windkraft betroffen sind, Klimaschutzmaßnahmen finanzieren können und auch Klimaschutzanpassungsmaßnahmen, die ja jetzt auch schon notwendig sind, weil die Kommunen derzeit ja schon entsprechend vom Klimawandel natürlich teilweise sogar extrem durch Starkregenereignisse und andere extreme Wetterereignisse betroffen sind. Das heißt, wir haben ein Bündel von Maßnahmen, von dem die Kommunen profitieren können. Ich glaube, das ist auch die richtige Antwort, dass wir uns nicht nur konzentrieren auf eine Sache, sondern dass wir ein Bündel an Maßnahmen vorhalten. Und davon können dann viele Kommunen profitieren und natürlich umso mehr Windkraftanlagen in den nächsten Jahren errichtet werden, nicht nur, aber auch im Staatswald. Und das werden wir auch weiter von unserer Seite aus nicht nur positiv begleiten, sondern auch initiieren. Und ich freue mich da um jede Unterstützung, die wir haben, um die erneuerbaren Energien in Hessen auszuweiten. Herzlichen Dank. Frau Ministerin, herzlichen Dank. Keine weiteren Wortmeldungen mehr. Was machen wir mit dem dringlichen Antrag? Geht in den Ausschuss? Oder stimmen wir ab? Abstimmen. Dann stimmen wir ab den dringlichen Antrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Kommunen usw. 19-3207. Wer stimmt dem zu? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? FDP und DIE LINKE. Wer enthält sich? Die SPD. Damit ist der dringliche Antrag beschlossen. Dann kommen wir zur Abstimmung über den Gesetzentwurf der Fraktion der SPD für ein Gesetz zur Änderung der Hessischen Landeshaushaltsordnung. Wer dem Gesetzentwurf in zweiter Lesung seine Zustimmung gibt, bitte ich um das Handzeichen. SPD, LINKE, keiner mehr sonst. Wer ist dagegen? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und FDP. Damit ist dieser Gesetzentwurf abgelehnt.